Wir sind heute auf dem Konstruktionsleiterforum. Es geht um die kreative, effiziente und wirtschaftliche Produktentwicklung mit Live-Simulation, mit künstlicher Intelligenz und mit dem Konstruieren in der Cloud. Und wir gucken uns auch die Kosten an, die dabei entstehen bzw. möglichst nicht mehr entstehen sollen. Das Besondere ist, dass hier Konstrukteurinnen und Konstrukteure aus allen Branchen zusammenkommen. Und hier haben wir wirklich aus allen Bereichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserem Stand. Und das ist schon eine Besonderheit, das haben wir sonst nicht so oft. Das Besondere ist hier wirklich, wie die Qualität von diesen Vorträgen läuft. Und auch, dass hier zwei Sachen parallel laufen, das Konstruktionsleiterforum und das für die Produktion. Was ich wirklich toll finde, weil hier eine Verzahnung stattfindet. Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass es ein Forum bietet für die verschiedensten Leute mit ähnlichen Problemen und dass es ein Austauschforum gibt, um sich da letztendlich gegenseitig zu helfen und sehen, wie andere Leute die Probleme, die andere haben, zu lösen. Es gibt nicht so viele Veranstaltungen dieser Art und gerade der normale Konstruktionsleiter, der normale Entwicklungsleiter ist ja eher in seinem Unternehmen gefangen und hat gar nicht so viele Möglichkeiten, sich mal mit Gleichgesinnten oder Gleichgestellten auszutauschen. Und deswegen würde ich unbedingt jedem Entwicklungsleiter, Konstruktionsleiter empfehlen, diese Art von Veranstaltung zu besuchen. Die Veranstaltung Konstruktionsleiterforum vom Vogel Verlag würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber selbstverständlich für alle, die Konstruktionsleiter sind, die an Konstruktionen interessiert sind, weil da ein guter Gedankenaustausch ist, weil man seine Peer-Gruppe trifft. Ich nehme mit, dass sich eine ganze Menge tut hinsichtlich der Anwendung von künstlicher Intelligenz und von Digitalisierung in der Produktentwicklung und halte das auch für sehr erfolgversprechend. Es waren wahnsinnig interessante Präsentationen dabei über Entwicklungsmethoden. Das Thema Live-Simulation ist ein Thema, was deutlich an Dynamik gewinnt. War für mich einfach eine wichtige Erkenntnis.